Haha, wer ist der beste Spieler weit und breit? Ja, ich wohl nicht. Ja, jetzt haben wir aber dicke Zeit. Ich habe mir auch so einen Panzerkoloss genommen. So, jetzt geht die Mission auch mal weiter. Wer hätte gedacht, dass das so schnell passiert? Und bevor die Mission wieder scheitert, sollte ich mal die Tür öffnen. Aber seht euch mal die Vase an. Ach, die ist ja echt schnieke, ne? Der Balkon, da könnte man gut runterspringen. Aber naja, ich brauche mal nicht zu viel Zeit, Leo! sonst. Leo, bist du da? Ja, Leo! Leo, ne? Wie zur Hölle kommst du hier rein? Wenn du Hau ab, wüsstest, sonst wie ist hier schon anstrengend bald das war. Leo, lass das! Ich bin's, Vito! Ja, echt. Vito? Jetzt sind wir auch noch Was machst du abgeknallt. hier? Du hättest vorher anrufen Leo, sollen. wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier! Was? Komm rauf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink Ja, will? will ich. Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, also, was ist trinken, los? ey. Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Gott, hör auf zu quatschen! Zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen. Ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell. Ach ja, das macht auch Spaß. Ja, da gehen wir wohl nicht lang. Ich weiß noch, beim ersten Mal, da haben wir uns in der Dusche versteckt. War natürlich ein sehr cleveres Versteck, weil wir da natürlich sofort entdeckt wurden. Wir müssen in den Hinterhof kommen. Wir brauchen nur ein Seil oder sowas. Holen wir ein paar Laken aus der Waschküche. Beim Schlafzimmer... Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das Schlafzimmer ist, wäre das ungemein praktisch. Hast du vielleicht eine Idee? Ich habe nämlich keine. La la la, ich habe keine Angst. Vito, verdammt, was, was machst du hier? Okay, kommst ganz du denn her? Ruhig, Henry. Wo bist Nimm du? Die Waffe runter und Ach da. Schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn wo ich sind in denn deine Jungs? Wenn ich rauskomme, schaut mal nach. Ja, das ging jetzt relativ unspektakulär zur Sache. Wir sollten nämlich erwischt werden. Was läuft hier? Die Mission verdammt. Besteht darin zu scheitern. Freund, richtig. Okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, leg mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um einem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Tragisch, tragisch. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Tja. Da ist der alte Mann, der, ja... eh nächstes Jahr sterben würde. Jetzt schon tot. Tragisch, tragisch. Da rauchen wir doch erstmal eine, um unser eigenes Leben um eine Viertelstunde zu verkürzen. Behauptet nämlich eine Studie, die ich mal irgendwie... Also die habe ich nicht selbst gelesen, sondern auch nicht selbst gemacht. Nur mal von gehört. Ach, tragisch. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner. Leo. Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Seit seine Frau gestorben ist. Tja, hauen wir ab.
bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Vito, was ist dein Problem? Du kannst dich ruhig hinstellen. Genau. Fahre Leo zum Bahnhof in Dipton, glaube ich, oder was stand da? Ach, der hat sie aber echt schön. Kriege ich die Villa, also dieses Gebäude, sieht zumindest villiöser aus als meine Villa. Villiöser, ja, das ist auch ein Wort. Habe ich gerade frei erfunden. So, wir nehmen mal den hier, also den mit, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, da werden jetzt bestimmt irgendwelche Leute enttäuscht sein. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Lastreven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Alles klar. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schirmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Wenn du in meinem Alter bist, erscheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Hab's mir selbst ausgesucht. Du hast das alles nur ein wenig beschleunigt. Abgesehen davon, was hätte ich tun sollen? Etwa im Hafen schuften, wie mein alter Herr? Hey, bei mir läufst du offene Türen ein. Okay. Und was hast du für Pläne, Vito? Sieht so aus, als ob du jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten steckst. Ich hab keine. Ich will mir einfach nur eine goldene Nase verdienen, ohne dabei eine Kugel in den Kopf zu bekommen. Sehr originell. Leichter gesagt als getan, das kannst du mir glauben. Ja, wir sind schon mal fertig. Mann, da wäre ich ja selbst bei normaler Geschwindigkeit zum Ende des Gesprächs da gewesen. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Ja, ja. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Okay, wir gehen nach Hause, indem wir nach Hause fahren. Aber erstmal, machen wir etwas wenig Stylisches. Da kann ich aber rüber, dankeschön. Ja, ihr habt gesehen, ich bin erst dran vorbeigefahren. Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht, weil die Bullen hinter uns her waren und so habe ich sie halt abgeschüttelt. Ne? Also bevor hier jemand meinte, ich hätte was Dummes gemacht. Und hier von wegen hier Autos nicht kennen, was das sein soll oder so. Bei dem hier würde ich sagen, es ist ein Cabriolet oder so. Ich weiß gar nicht mehr, ob das stimmt. Ist halt ein Auto ohne Dach. Das ist für mich ein Cabrio. Cabriolet, dann die lange Form. Ich habe keine Ahnung von Autos, ne? Das war, du bist so ein Typ, du musst sowas wissen. Da gibt es ja so Leute, ne, die das dann denken. Die denken dann ja auch, du musst zum Bund, also das ist ja jetzt ausgesetzt mit der Wehrpflicht, aber du musst zum Bund, sonst wird aus dir kein richtiger Mann oder so, ne? Ach, das finde ich mal sehr amüsant. Immer diese stereotypischen Gedankengänge, ne? Ich bin da ja eher so der, wie will man das sagen? Der Individualist, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann nicht so statisch veranlagt, dass ich dann irgendwie denke, in irgendwelchen Stereotypen, sondern jeder darf sein, wie er sein will und sein, wer er sein will. Ach nee, Moment. Ja, da auf der Treppe vor unserem Haus sitzt eine junge Frau. Die kennen wir sogar schon, also mit der sind wir leider verwandt, das heißt, wir können sie nicht abschleppen. Sowas aber auch. Denn das ist unsere Schwester. Vito. Was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es.
ob er dich schlägt. Manchmal. Diesem Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito, aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge, ich packe ihn schon nicht so hart an. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da rained es erstmal very heavy. Und dann ziehen wir auch los und polieren mal dem guten Kerl die Fresse, so wie sich das für einen ordentlichen Bruder gehört. Wie gesagt, Stereotypen, da waren wir ja gerade. Passt jetzt gerade sehr gut, ne? Weil ich, ich weiß jetzt nicht. Ich war noch nicht in einer ähnlichen Situation. Ich würde wahrscheinlich die Polizei rufen, keine Ahnung. Aber ich würde, glaube ich, nicht hinfahren, um einen auf die Fresse zu schlagen. Allein schon, weil es für mich zu gefährlich wäre. Ich glaube, dann würde ich eher selber welche auf die Fresse kriegen. Und ich glaube nicht, dass das was wäre, was meine Schwester wollen würde. Ne? Und dann wäre ich ja ziemlich voll geblutet und würde Blut husten, spucken und noch irgendwelche Exkremente ausexkrementieren. Und das ist jetzt nicht so unbedingt da der Gedanke, der mich daran irgendwie reizt, zu denen dann hinzufahren. Ich könnte natürlich irgendwie Bodybuilding betreiben oder halt zum Bund gehen, aber naja, ne? Jedem das seine. Luigi Scatter, ach, da habe ich erst Scaletta gelesen. Wir lesen das natürlich nicht alle Türschilder durch. Das wäre etwas leicht krankhaft jetzt irgendwie. Hallo ihr beiden, was macht ihr denn da? Ach, geht sich nur durchs Haar. Du siehst ja auch nicht mehr ganz nüchtern aus. Ja, und du fällst einfach mal auf die Fresse. Ich meine, die Fußmatte, das ist auch ein gefährliches Hindernis. Was liegt denn hier auf dem Boden? Irgendein Typ mit Pfeife. Ja, hier hängen auf jeden Fall lauter Pfeifen ab. Aha. Wie geht's denn? Da. Dunkle, schwarze Kackkotze. Oder es war tatsächlich das große Geschäft. Ja, wir könnten jetzt die Leute befragen, wo denn der gute Typ ist. Aber ich glaube, ich weiß es auch schon. Ich frage ihn einfach mal. Eric. 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 Scheiße, ja? Was hast du hier verloren? Ich hab zu tun. Klar? Hau ab. Oh oh. Kümmer dich lieber um deine Frau, du Arschloch. Na, beziehungsweise geht mir gerade ein anderer Gedanke. Ich zeig's dir. Du schlägst keine Frau. Anderer Gedanke durch den Kopf. Ich würde meiner Schwester vielleicht empfehlen, diesen komischen Typen zu verlassen. Denn, was will man denn mit so einem? Ach, ich kann ja auch noch anders schlagen. Ach, du Schande. Guck mal, der schlägt mir auf die Fresse. Der schlägt meiner ganzen Familie auf die Fresse. Warum will sie überhaupt mit dem zusammenbleiben? Der kann ihr doch nichts bieten, dieser komische Typ, ne? Und dabei bin ich eh noch viel cooler, weil ich Mafiosi bin. Ja gut, mit mir kann sie ja nicht zusammen sein, aber ich kann bestimmt einen guten Mafiosi-Kumpel empfehlen. Ach, komm hier. Ach! Meine Fresse. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ach. Na, da. Ja, ich klicke noch ein bisschen auf die linke Maustaste. Oh oh. Das war nur eine gut gemeinte Warnung. Wenn du meine Schwester nochmal schlägst, bring ich dich um. Verstanden? Ja. Ab sofort. Bleibst du zu Hause, kein Dope mehr, du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Fremdgehen darf er aber noch, das hat er ihm nicht verboten. Okay, Herr Schatz. Also außer sie erfährt davon, dann wird's ja unglücklich. Und mein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Jojo. Ach, ich wollte doch... Ach, Luigi Scatter war sogar der Typ, zu dem wir wollten. Da sucht sich die Schwester Scaletta einen Scatter aus. Ach nee, das war der Kumpel, ne? Der Typ hieß ja nochmal anders. Eric, glaube ich. Ja, da haben wir doch mal echt hier ein gutes Tagewerk absolviert, unseren Soll erfüllt. Also so gehört sich das doch für einen echten Mafiosi. Nach der Arbeit machen wir genauso gewalttätig weiter. Wir kommen halt einfach nicht davon los. Da zeichnet hier, wer hat es entwickelt? 2K Games, die zeichnen hier erstmal ein sehr gesellschaftskritisches Bild. Wieso Fahrerflucht? Alles klar. Wer hat hier wohl wen angefahren? Na, aber egal. Das wollen wir jetzt hier gar nicht weiter ausdiskutieren. Ich beschließe einfach mal davon zu zischen.
Während es noch heavier rained als eben noch. Ja! Gott, oh Gott. Heavy Rain. Wie komme ich überhaupt auf Heavy Rain gerade? Also, daher die Anspielung. Bevor sich jemand wundert, was redet der auf Englisch? Findet der das cool oder was? Ja, ich finde es ungemein cool, auf Englisch zu reden. Weil mein Deutsch ist so scheiße, dann fällt das nicht so auf, wisst ihr? Das ist der einzige Grund. Ich glaube, ich stelle mir noch so ein Cabriolet in die Garage. Ja, jetzt habe ich sogar zwei drin. Uiuiui, jetzt werde ich wieder ein bisschen trocken. Ach, jetzt klingelt unser Telefon, glaube ich. Ja, da bin ich nämlich letztes Mal nicht rangegangen. Ja. Vito, hier ist Francesca. Oh. Er ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Ja, vielleicht tut mir leid. Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenne dich gar nicht mehr. Hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass dich nicht mehr blicken. Ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre auch nicht schlecht. Gut, ich finde das jetzt auch ein bisschen gewalttätig von dir. Du hättest ihn vielleicht nicht ganz so hart schlagen müssen. Aber immerhin hat er sich entschuldigt. Aber man sieht, die Frau von damals war nicht so emanzipiert wie heute. Heute würde sie sagen, du kannst mich mal. Also in der Regel zumindest, außer sie ist irgendwie abhängig von dem Typen. Dann würde sie sagen, kannst mich mal, ich verlasse dich trotzdem und ich esse erstmal was. Nämlich ein Klassiker. Ich verlasse dich einfach und du kannst mich mal. Ne? Also wenn du mich so behandelst, dann bist du es nicht wert, dass ich mit dir zusammen bin. Also so würde ich das irgendwie managen, aber ich bin jetzt auch keine Frau und ich war auch nie nicht emanzipiert oder wie man das auch nennen möchte. Was ist eigentlich unsere Mission gerade? Ach, geh nach Hause, dann kann ich mich ins Bett legen, ne? Aber, ganz wichtig, ach, wir hätten das Licht hier schon wieder angemacht. Und wer macht hier einfach so die Tür zu? Das war doch dumm. Hä? Ja, mach doch. Fenster auf? Warum geht denn das nicht, wenn das da steht? Doch, da. Komm, mach doch. Ach, dann halt nicht. Ist ja auch so schwer, Vito, ne? Ein Typen, grün und blau schlagen, das kann's... Ach nee, die Tür war offen. Aber von der anderen Seite. Nee, war so. Typen aufs Maul schlagen, das kriegst du hin, ne? Aber hier selber was reißen? Nee, ne? Hier einfach Fenster auf, ne? Das kriegst du nicht geschissen. Fackel die Bude ab! Oh, oh, mach schon. Oh, oh. Du Ithaka-Arsch. Ithaka-Arsch, brenne.